Amerika hat gewählt. Ich grüße unsere Korrespondentin in Washington, Karin Dohr. Die Republikaner haben nun auch im Senat eine Mehrheit gewonnen. Wie ist der aktuelle Stand der Hochrechnungen jetzt? Und der ist auf jeden Fall erfreulich für Republikaner. Hier in den Hallen des US-Kongresses haben wir in den vergangenen Stunden immer wieder Jubelschreie gehört durch die Bürotüren, offensichtlich republikanische Abgeordnete, die schon mal Party machten. Es war erwartet worden, dass die Republikaner heute siegreich aus diesem Wahlabend gehen, aber dass es so schnell geht und dass es so überwältigend wird, das hat vielleicht manche doch überrascht. Der Senat besteht ja aus 100 Sitzen, das heißt 51 Sitze sind nötig, um die Mehrheit zu haben. Im Moment haben die Republikaner schon jetzt 52 Sitze und in manchen Staaten sind noch nicht mal alle Stimmen ausgezählt, beziehungsweise das Kopf-an-Kopf-Rennen der Kandidaten ist so eng, dass der Staat noch nicht einer Partei zugeordnet werden kann. In Alaska etwa, beziehungsweise auch in Virginia. Eine große Überraschung, dass es da überhaupt, dass der republikanische Kandidat dort überhaupt so stark sein würde, hatte keiner vorhergesehen. Das heißt, das sind alles Dinge, die den Demokraten sehr, sehr wehtun müssen und das heißt auch, dass es im Senat durchaus noch ein, zwei Sitze für die Republikaner reichen könnte. Dazu kommt natürlich, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus, in der anderen Kammer des US-Kongresses, also nicht nur verteidigt haben wie erwartet, sondern dass die Republikaner diese Mehrheit sogar ausgebaut haben. Und dann kommt noch ein Sahnehäubchen für die Republikaner dazu. Auch Gouverneursposten haben sie dazu gewonnen. Unter anderem im Staat Illinois, dem Heimatstaat von Präsident Barack Obama. Insgesamt also eine echte Ohrfeige für Barack Obama und für die Demokraten. Inwieweit ist er denn jetzt nun als Präsident geschwächt? Wie groß ist überhaupt noch sein Handlungsspielraum? Und er ist extrem geschwächt und es ist tatsächlich die Frage, wie er noch in den nächsten zwei Jahren regieren kann. Er kann es natürlich nicht an dem Kongress vorbei. Der Kongress und die Republikaner haben heute Abend schon signalisiert, sie sind jetzt tatenhungrig, sie wollen ihre neue Macht auch sofort umsetzen. Das heißt, es wird eine Menge Initiativen und neue Gesetzesvorschläge der Republikaner geben, auch auf Gebieten, in denen sie vielleicht die politische Agenda Barack Obamas in den letzten Jahren ja schon durch ihre Blockadehaltung eben blockiert haben. Das heißt zum Beispiel in den Sachen Einwanderungsreform oder Mindestlohn. Das sind politische Ziele, die Barack Obama jetzt eigentlich nicht mehr weiter verfolgen kann. Und er wird sich jetzt sozusagen gegen Vorschlägen der Republikaner ausgesetzt sehen. Die werden Gesetzesvorschläge ins Weiße Haus schicken. Und Präsident Obama bleibt theoretisch nur noch die Möglichkeit, sein Veto einzulegen. Das ist aber natürlich auch kein politischer Plan für einen Präsidenten lange Jahre lang. Dann bleibt natürlich noch die Frage, inwieweit er die Weltpolitik mitbestimmen kann. Die USA als Supermacht, das interessiert uns natürlich. Stichwort zum Beispiel Kampf gegen den IS-Terror oder auch den Atomstreit im Iran. Wie sieht es denn da aus? Ja, auch da ist der Wechsel im Senat tatsächlich ein entscheidender, denn für alle internationalen Abkommen, die der Präsident verhandelt und abschließen möchte, alle diese Abkommen müssen im Senat ratifiziert werden. Das heißt, von den Republikanern im Senat. Das heißt, manche Abkommen, da wird er sich vielleicht weniger der Gegnerschaft der Republikaner ausgesetzt sehen, zum Beispiel in TTIP, dem Freihandelsabkommen, das verhandelt wird. Bei anderen ist es da schon eindeutig heikler. Also Sie haben zum Beispiel Iran angesprochen, ein Atomdeal mit Iran, der ja gerade still und heimlich von der Obama-Regierung verfolgt und ausverhandelt wird. Der wird in dem stehen, die Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus extrem kritisch gegenüber. Da wird genau verfolgt, wie viele Zugeständnisse Obama an die iranische Regierung macht. Und davon werden die Republikaner dann auch ihre Zustimmung abhängig machen. Und dann gibt es tatsächlich noch die weiteren Krisenherde, IS, Syrien und natürlich auch Ukraine. In all diesen Krisengebieten hat sich Obama schon bisher der scharfen Kritik der Republikaner ausgesetzt gesehen, zu wenig Initiative zu entwickeln, zu wenig hart vorzugehen, zu wenig entschlossen vorzugehen. Und da wird der Druck auf ihn jetzt noch zunehmen. Und es ist sehr stark die Frage, wie er sich diesem Druck gegenüber verhalten wird. Er selbst hat sich ja heute noch nicht zu Wort gemeldet. Das wird er wohl erst in einigen Stunden tun. Aber auch da ist sein Handlungsspielraum in Zukunft deutlich eingeschränkter. Karin Dohr in Washington, ganz herzlichen Dank für diese Informationen und Einschätzungen und dafür, dass Sie so lange für uns wach geblieben sind.